Die kalte Jahreszeit übernimmt immer mehr die Oberhand. Das merkt man nicht nur daran, dass es merklich kälter wird, sondern dass es täglich auch 2 bis 3 Minuten früher dunkel wird. Die Fische werden lethargischer und deswegen setze ich diesmal voll auf Gummi. Heute auf Barsch mit Gummi, in dem Falle jetzt mit Rubber Jigs. Als Jig dient mir der Evergreen Cover Creeper in der 4,5 Gramm Variante, natürlich gehalten in Brauntönen. Als Trailer nutze ich den DoLife Craw in 3 Zoll sowie den neuen DoLife Beaver in 3 Zoll. Brandaktuell bei Angelsport Moritz, bin gespannt, wie der funktioniert. Gute Rolle Kombination. Ich nutze hier die Evergreen Wild Finesse aus der Tournament Edition, gepaart mit einer Steez CT und bespult mit einer 8 Pfund Geflechtschnur von Sunline. Erster Wurf, erster Fisch. So, den Beginn hat ja der Beaver gemacht. Jetzt schalte ich für die letzten Minuten nochmal auf den DoLife Craw um. Schöner Biss. Zweiter Tag meiner Gummitour oder besser Versuch, denn die Zeit ist definitiv mein größter Feind. Die ist nämlich knapp bemessen und deswegen muss ich mich ranhalten. Mehr wie 1,5 Stunden habe ich jetzt nachmittags nicht mehr Zeit, bevor es dunkel wird und dann beißen die Barsche nicht mehr so gut. Ich halte mich hier vornehmlich an markante Plätze, also Brücken, Verbreiterungen oder Verengungen vom Fluss, denn die durchbrechen die Monotomie und da sind die Chancen am größten, dann doch noch einen ganz guten Fisch zu fangen.
Ein paar Worte zur Route. Die Wild Finesse hat eine Länge von 6,7 Fuß, das entspricht 2,01 Meter. Ein Wurfgewicht von 1 Viertel bis 3 Viertel Unzen, was 7 bis 21 Gramm entspricht. Sie hat einen Fast Taper, das heißt vom Griff zur Spitze verjüngt sich der Blank sehr rasch. Zudem verfügt sie über eine sogenannte Soli-Tip. In Verbindung mit dem Fast Taper und der Soli-Tip hat sie eine spitzenbetonte Aktion. Die nach Belastung in ein knallhartes Rückgrat übergeht, was mir besonders beim Setzen vom Haken unheimlich zugute kommt. Durch den Solid-Tip ist die Rute zudem sehr feinfühlig und perfekt für Gummianwendungen geeignet. Damit merkt man wirklich jeden Stein auf dem Grund und die Bisserkennung ist einfach phänomenal. Oh, das war ein ganz guter Barsch. Verdammt. Schöner Barsch. Für so einen kleinen Graben. Der wollte ihn haben. Na, verdammt. Jo, das ist ein besserer Fisch. Das ist wirklich ein schöner Barsch für den kleinen Graben hier. Wunderschön, kein Riese. Und dann noch einer.
Oh, sogar noch mal ein ganz guter. Vorhin reingepfeffert. Der kleine Kerl. Und wohlgemerkt. Ups. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Der hat bereits einen Krebs gefrühstückt. Und er fängt und fängt und fängt. Trotzdem die Fühler vorne schon halbiert sind, gehen die Barsche noch drauf wie wild. Scheren sind noch in Ordnung. Die halten gut. Weiter geht's, vielleicht kriegen wir noch einen. Da ist er. Ach, Mist. Da. Und bis. Und wie man sieht, nimmt auch ein kleiner Hecht. Hängt ganz vorne. Heute dritter Versuch. Ich fange heute da an, wo ich gestern aufgehört habe. Da hat es mitunter am besten funktioniert. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Gleicher Jig, anderer Trailer. Heute bekommt der Dolife Crawl nochmal seine Chance. Größe fehlt, das macht er mit Farbe wieder wett. Wunderschöner Fisch. Es ist hier unheimlich krautreich und das lässt sich nicht vermeiden, dass da ab und zu mal was dran hängt. Die Fische stehen da genau drin. Der Barsch eben hat sich den Jig direkt aus der Pflanze rausgepult. Da muss man ganz vorsichtig mit viel Gefühl über den Grund zupfen. Die wollen keine hektischen, keine großen Bewegungen haben. Die stehen lethargisch am Grund. Es ist sehr flach. Die suchen halt die Deckung in den noch vorhandenen Pflanzen. Ja, und um die da rauszukitzeln, muss man eben entsprechend langsam und vorsichtig präsentieren.
Ich fische hier an einem sehr monotonen Graben. Der zieht sich schnurgerade durchs Gelände. Alles, was dieses monotone Dasein durchbricht, kann ein Hotspot sein. Wie jetzt hier zum Beispiel dieses Rohr. Das ist ein Einlauf von einem Überlaufgraben. Da ist wieder ein bisschen Verwirbelung, da ist wieder ein bisschen Strömung. Und das kann schon wieder bedeuten, dass es ein Hotspot ist und dass sich der ein oder andere Fisch hier einstellt. Das Wetter besser als gestern, die Fischerei dafür umso schwieriger. Aber so ist das manchmal. Der Graben ist sowieso relativ schwierig zu befischen. Zum einen ist er sehr flach. Ich habe hier teilweise nicht mal einen Meter Wassertiefe. Zum anderen noch dazu klar. Das heißt, die Fische sind auch sehr schreckhaft, nehmen einen ziemlich schnell wahr. Und der Angeldruck ist sehr hoch. Die drei Faktoren machen den Schwierigkeitsgrad wirklich sehr hoch. Trotzdem, ich probiere noch einen Fisch zu fangen. Drückt mir die Daumen. Ich versuche es nochmal mit ein bisschen Paste. Vielleicht hält der ein oder andere Barsch den Krebs dann etwas länger fest. Kann ja nicht schaden. Naja. Ob es an der Paste lag, er blieb auf jeden Fall hängen. Heute vierter und voraussichtlich letzter Versuch meiner Gummitour. Mich hat es wieder in die Stadt verschlagen, wieder an den Fluss, nachdem ich die letzten beiden Tage am Graben verbracht habe. Hier sind die Bedingungen wieder gänzlich anders. Es ist etwas tiefer, dafür ist das Wasser ziemlich stark angetrübt. Mal gucken, ob der Biber auch hier funktioniert. Und etwas größerer Fisch gerade geraubt. Fisch. Nein, verdammt. Ich glaube, das ist ein Hecht. Oh, hoffentlich sitzt er gut. Ja. Ah, da scheine ich Glück zu haben. Auch die kleinen Hechte mögen den. Gerne. Ich habe jetzt hier kein Stahlvorfach montiert. Ein bisschen Glück gehabt, dass der so weit vorne sitzt. Normalerweise bin ich da rigoros, was Stahl betrifft. Aber bei den Finesse-Methoden, da ist das immer so eine Sache.
In dem Falle ist die Sache aber nicht nach hinten losgegangen. Vierter und letzter Versuch meiner Barschgummitour ist beendet. Ziel war es, mit dem Biwa von OSP in der 3 Zoll Variante in Verbindung mit dem Cover Creeper Jig von Evergreen sowie dem gleichen Jig mit dem 3 Zoll Dolife Craw, ebenfalls von OSP, Barsche zu fangen. Abgehakt, haben wir geschafft. Jetzt mag der ein oder andere sagen, das waren ja jetzt nun keine Riesen, was macht er da für einen Aufriss? Und ich sage, man muss das immer in Relation sehen. Ich angel hier nicht an irgendeinem großen See oder in Holland, wo die Barsche teilweise gestapelt stehen, sondern an einem kleinen Fluss, so wie hier, oder die letzten beiden Tage an einem schmalen, flachen Graben. Da ist so ein 25er oder 30er Barsch ganz anders zu bewerten. Hinzu kommen Faktoren wie Wetter, Entnahme, denn die wird hier rege betrieben, sowie auch die Dichte der großen Fische. Das ist alles nicht vergleichbar mit anderen Gewässern und von daher werte ich diesen Trip als Erfolg. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Von daher sage ich nur Petri Heil und bis zum nächsten Mal.